Das warme Leben. Das ist auch das wahre Leben. Es sind wahre Pokémon. Oder wie war es mit Pokémon Go? Oder Inkognito hat trotzdem noch Kraftreserve, was nicht zum Typ passt, aber ist egal. Hä? Jetzt totale Verwirrung. Aber es ist halt so. Ich kann ja hier nochmal ein Beispiel geben. Nimm mal zum Beispiel mal Hulkmon. Hulkmon ist zum Beispiel hier, in diesem Fall ist ja Symbolara, ist ein Psycho-Flug-Pokémon. Kann zwar auch Psycho- und Flugattacken, aber wenn du jetzt zum Beispiel mal... Ich muss mal kurz hier durchgehen. Hier zum Beispiel. Das hier ist ein Feuer-Pokémon. Flampivian. Ja? Es kann aber auch zum Beispiel in den Kampf oder eine Normalattacke. Das ist, das ist jetzt echt kompliziert, hier alles nochmal zu erklären. Nidoran. Das ist die Frage, männlich, weiblich, wobei das sollte, glaube ich, für diesen Nidoran... Ich weiß, ihr seht das nicht, aber es sollte eigentlich auch total unwichtig sein. Ich nehme einfach mal das Männliche. Und guck einfach mal anhand der fünften Generation. Was kann das denn so? Flug, Normal, Kampf, Gift, Unlichtattacken. Und bei den TMs und VMs geht es auch nochmal so ein bisschen durch hier. Wie Eis, Feuer, Elektro, Boden. Und das als Gift-Pokémon. Also ich bin jetzt nur die Typen durchgegangen. Ich hasse Robustheit. Man muss natürlich dazu sagen, dass wenn die Attacke Schaden macht und zum selben Typ gehört wie das Pokémon, gibt es natürlich nochmal einen Boost, ne? Wird's ja doppelt so stark. Eisenabwehr. Nein. Ja, alte Edition. Das Problem ist halt, dass die in der sechsten Generation alles umgemischt haben. Und da dementsprechend passen die Tabellen im Poké-Wiki nicht mehr so ganz. Da muss man halt gucken, was da unten steht. Das ist richtig. Aber das hat auch keiner gesagt. Ich habe da übrigens ein Item irgendwo liegen lassen. Wow, ein Fermicula. Ist übrigens ein Stahl-Pokémon. Welch Wunder.
Komm, nimm einfach alles mit. Wie tauchen Pokémon auf, die du noch nie gesehen hast? Sehen wir einen Fermicola. Das ist ein Stahl-Pokémon aus der 5. Generation. Das hier ist ein Stahlobor. Also hier tauchen eigentlich nur Pokémon auf, die bei Schwarz und Weiß halt gibt. Also aus der 5. Generation. Das war ja hier so damals gewollt. Dass da nur Pokémon auftauchen, die vorher nie da waren. Endlich ist Halkmon mal weg. Dennoch die Top 4 besiegt. Ja gut. Und Level 48 für Ron. Wie bist du denn da überhaupt durchgekommen, wenn du Kämpfe gemieden hast? Ist ja schlimm. Und warum springt hier gerade der Host bei überall an hier? Neopain, Vermoor, Floria hat Drachenklaue gefunden. Nein, es hat voll biologische Gesetze. Aber ich glaube, die Eigruppen wollen wir jetzt nicht nochmal durchgehen, oder? Dass man nicht alle Pokémon mit allen paaren kann. Da es da auch verschiedene Gruppen gibt, wo es möglich ist. Und bliblablub. Nochmal nach unten. Komm. Ich glaube nicht, dass Rizeros schwimmen kann. Jetzt merkt man mal, was man davon hat, wenn man hier die Pokémon-Kämpfe sausen lässt. Rennen wir einfach nochmal durch, einfach nur weil Training. Ja, einfach mal im Poké-Wiki nach Eigruppen gucken. Moment, keine Katze mit einer Giraffe. Das muss ich jetzt mal gucken. Poke, Wiki, Girafarik. Girafarik gehört der Eigruppe Feld an. Und in derselben Eigruppe ist zum Beispiel auch Mauzi und Snobelipkat. Das heißt, du kannst ein Girafarik mit einem Snobelipkat paaren. Das geht. So, hab das Gegenteil gerade bewiesen. Viel Spaß, das auszuprobieren übrigens. Moment, das sieht so aus, als wenn man da oben auch lang kann noch. Du redest vom warmen Leben. Ich glaube, das wolltest du nicht schreiben. Top-Beleber. Waren, ja. Das warme Leben. Das ist auch das wahre Leben.
Es sind wahre Pokémon. Oder wie war es mit Pokémon Go? Wow. Und kommt nur so nicht weiter. Wow. Okay. Okay, Internet sagt nein, dann viel Spaß noch, schönen Abend und bis dann. Liegt an Hitbox und nicht deinem Internet. Ich bin bereit, auch irgendwann wieder auf Hitbox zu streamen, wenn die wirklich die Technik mal im Griff bekommen. Aber vorher habe ich gesagt, nö. Deshalb nicht wundern, ab nächsten März denn erstmal ausschließlich auf Twitch. Nein. Das hat nichts mit Pokémon zu tun. Alles klar, Fabi, bis dann. Vielleicht nochmal. Als ich dann noch streame. Ich habe so das Gefühl, dass es jetzt nur noch Training wird. Und über irgendwelche Themen palabern. Weil ich renne ja hier immer nur hin und her gerade. Aus Gründen. Wow, jetzt ist Ron auch besiegt. Vor allem ist Husky ja erst auf Level 29. Das kann Ewigkeiten dauern. Gift Shock. Oh. Okay, das geht schon mal nicht auf Gift-Pokémon. Stahl-Pokémon meine ich. Naja, das ging ja nicht. Schon wieder vergessen. Alzheimer.
Flasche umgeworfen. Ja gut. Wie lange man an so einem Pokémon sitzen kann. Dann werden wir mal kurz zum Pokémon Center hochfliegen. Düm, 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 düm. Und dann machen wir weiter. Tschüss. Und wieder hier lang. Zustrahl. Wow. Bams, Bums. Da kam das Katapult an. Tonifraß. Okay. Level 30. Spiegelsalbe. Mach mal so. Da geht's auch noch runter? War ich da unten schon? Keine Ahnung. Husky ist jetzt Level 30. Das kann noch dauern.